Wir sind jetzt wieder hier im neuen Studio von Dave und Max und heute müssen einige Vorbereitungsarbeiten getroffen werden, damit wir die ganzen restlichen Schritte ausführen können. Deswegen seid gespannt auf weitere Videos, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß dabei. Der ganze Bereich hier von der Küche von Max muss noch gespachtelt werden, damit wir hier dann Betonoptik drauf machen können. Die Wände hier müssen noch geschliffen und gestrichen werden, genauso wie die Räume hier drin. Hier kommt ja das neue Kamerasetup von Dave hin mit Betonoptik, hier kommen ORAK-Paneele hin und hier kommt eine Mooswand hin. Mal schauen, ob wir das alles schaffen werden. Dave kommt jetzt gleich in der Stunde, so um 8 Uhr. Dann gucken wir mal, was er so alles machen kann und was Max machen kann, damit wir vielleicht diese Woche fertig werden und die am Freitag einziehen können. Der ist auf jeden Fall pünktlich, der kommt um 8. Ich bin mal gespannt, ob Max vor ihm da ist. Max ist jetzt tatsächlich vor Dave da. Hast du schon gesagt, dass wir so viel gebraucht haben? 8 Uhr hat er sich angekündigt. Der Dave meinst du? Der Dave, ja. Ich hab's nicht mehr schlau, ich hab's offen gelassen. Und das ist alles passiert in der Zeit, als Dave noch von der Baustelle träumte. Ihr seht, die Wände sind jetzt alle geschliffen und teilweise schon ausgespritzt in den Ecken mit Acryl. Und wir spachteln jetzt hinten die Küche ein zweites Mal noch. Mein Papa ist nämlich heute dabei. Und wir werden zusammen hier das ganze Projekt zu Ende machen die Woche. Ich zeige euch mal kurz, was der macht. Soll ich mal Hallo sagen? Hallo. Hier innen muss auch noch gespachtelt werden. Das hier wird weiß gestrichen voraussichtlich. Und hier kommt Betonoptik hin, hier kommt Betonoptik hin und hier kommt Betonoptik hin. Der ist jetzt auch da. Der Verschlafene. Ich bin der Verschlafene. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe letzte Woche alleine meinen Streamingraum ein bisschen noch ausgekleidet, weil ich nicht warten konnte. Aber jetzt geht's endlich ans Gesamte. Also, herzlich willkommen in meinem Streamingraum. Komm mal rein, dann wirst du direkt merken, dass der Sound deutlich besser wird. Man merkt es einfach unnormal. Ja, es ist richtig krass. Also ich habe für richtig ordentlich Geld gelassen und hier diesen Schaumstoff überall an die Wände gekauft. Der nennt sich Basotect und ist super dicht, also ist so das Beste, was man bekommen kann, weil das hier nicht nur als Streamingraum gelten soll, sondern für Kumpels, die Mucke machen und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir eine Holzvertäfelung. Ja, da oben jetzt vielleicht nicht so ganz hinfilmen. Das wird man auf der Kamera nicht sehen, aber auch das ist für den Sound gut. Und zwei Plastikpflanzen, damit, weil hier kommt ja kein Tageslicht rein, damit die dann auch nicht eingehen. Und das Herzstück, mein Streaming-Schreibtisch, der höhenverstellbar ist und an dem alles fest montiert ist. Hier links siehst du die PlayStation montiert, hier rechts ist mein Rechner montiert und dadurch kann das Ding komplett hoch und runter fahren. Richtig geil, Mann. Ja, und es passt genau auf einen Zentimeter auf beiden Seiten rein, also ist richtig gut. Hier, Max, ich gebe dir mal hier das 3808 von Kipp ja. Und das Masker. Damit kannst du jetzt überall den Streifen am Boden hin entlang kleben und dann mit dem Masker einfach ausbreiten. Dann wird es keine Farbe, dann breiten auf dem Boden. Okay, alles klar. Also quasi nicht an die Wand logischerweise, sondern einfach auf dem Boden. Genau, auf dem Boden und dann mit dem hier noch den Boden abdecken, das ist so eine Folie. Alles klar, machen wir. Also erstmal die Rolle einrollen und schön abrollen, dass nicht so viel Farbe drauf ist, sondern gleichmäßig Farbe auf der Rolle. Und dann auch ohne Druck jetzt einfach hoch und runter gleiten lassen und schauen, dass halt alles erwischt und dass zum Schluss dann eine feine Struktur ist. Also erstmal die Farbe verteilen, ja. Dann kannst du zum Schluss nochmal ganz leicht so von oben nach unten reinmachen. Okay. Ich sag dir ehrlich, genauso hätte ich es intuitiv auch gemacht. Ich bin der geborene Maler einfach. Wir haben gestern richtig viel geschafft. Wir haben alles geschliffen, teilweise neu gespachtelt und alles gestrichen, so viel wir streichen konnten. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Würde mich sehr freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus.